Kannst du uns eine Zugangskarte dazu geben? Raus aus hier! Oh! Oh! Zum Computernetzwerk! So? Okay, das ist ziemlich cool. Geil! Einfach so, zu so einer großen Datenbank? Der muss echtes Vertrauen in uns haben. Tägliche Quests? Okay. Wissenschaftsladen, wo man Rohwissenschaft, ich nehme an, das ist die Gehirnkapazität jetzt, gegen Überlebensrezepte aus Experimenten tauschen. Das ist voll geil. Alles klar, dankeschön. Dankeschön. Da steht Bluescreen ist verdurstet. Das ist absolut korrekt. Ja, absolut korrekt und gar nicht schlimm. Und da ist so ein kleines Überbleibsel. Oh, wie cool. Und da ist... Oh, wie süß. Das ist echt süß. Oh, das ist echt knuffig. Das ist wirklich knuffig. Grobes Seil. Als ob der Dude hier einfach so... Oh, was ist... Der hat selber gecraftet, der Dude. Bruder, hier ist Müsli-Riegel für dich. Haserverband. Okay. Alter, gleich können wir unsere biometrischen Daten einscannen. Bruder, du bist zurück! Es tut mir leid, Herr Officer, ich bin kurz verdurstet. Wie hast du das geschafft? Also, ich meine... Ich bin gerannt. Warte kurz. Klack, klack. Oh, der süße Bergli. Klack. Und klack. So, hier. Was ist das denn? Faserverband. Oh. Gönn dir den. Ach so, das sind dieselben, die hier drüben sind, ne? Weil dann hol dir am besten noch welche davon. Ja, ich wurde nämlich draußen von einer Spinne attackiert und bin fast wieder gestorben. Ich hab's gesehen, ich war schon ganz hibbelig. Aber schön. Es hat zum Glück funktioniert. Okay, und jetzt erstmal den guten Dude ausrauben, bevor der noch wiederkommt. Stell dir vor, es stellt sich raus, dass der noch existiert. Das stimmt. Sollen wir ganz kurz noch das hier? Ja. Holen. Eureka. Cool. I've always wanted to say that. Cool. Aber damit sind wir doch Level auf, oder? Safe. Das werden wir später. Das werden wir gleich gucken. Alles wir klar. Gleich gucken. Jetzt erstmal. Oh. Mit Schmackes. Komm schon. Die biometrische Scanner. Oh, meins ist automatisch auch schon, danke. Schön, dass wir denselben biometrischen Abdruck haben. Ist voll sicher, das System. Garantiert keiner, der jetzt neu geschrumpft wird, auf all unsere Daten zugreifen. Wie wir es gerade mit dem Wissenschaftler tun, was auch ein bisschen wack ist. Ich musste nicht mal meine Brille ausziehen für den Augenscan. Aber das heißt im Endeffekt, da wurde diese biometrischen Daten von deinem Auge aufgenommen plus Brille. Wenn du deine Brille wechselst, hast du einen anderen... Oh, das ist fies. Oh, das ist fies. Öffnen. Ui. Das ist wieder der Anfang. Richtig. Das ist der Rundgang. Das ist der Anfangsraum. Okay, dann würde ich ganz kurz hier noch gerne einmal kurz drin bleiben, weil er hat noch irgendwas gesagt von einer Tauschapparatur. Ja. Und wir haben übrigens tatsächlich plus 500 erhalten. Also wird das wohl tatsächlich unseren Hirnschmalzlevel erhöht haben. Du hast recht gehabt. Das heißt, wir haben jetzt freigeschaltet. Nee, die... Oder? Was ist das? Doch, hier, guck mal. Wir haben die hier Sachen jetzt freigeschaltet. Das hier, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das Messer hatten wir, glaube ich, aber auch schon. Das Messer hatten wir aber auch schon. Hä, bin ich jetzt... Dann haben wir vielleicht gar nichts freigeschaltet. Sind das andere Punkte als die Science-Punkte? Ich habe keine Ahnung, ob das andere Punkte sind. Sind das Raw-Science-Punkte?
Weil ich glaube, das war was anderes als Hirnschmalz, oder? Ich weiß es nicht. Dafür wir achten beim nächsten Mal drauf, wenn wir so ein Ding haben. Ja. Wir achten das nächste Mal drauf. Oh, guck mal! Der Wissenschaftsladen! Und Burgley-Aufgaben. Alter, ich liebe diesen Font von den Quests. Quest! Voll genial. Voll genial. Oh mein Gott, wie cool das aussieht. Sollen wir mal die Quests laden? Hau rein. Jäger, Larve. Die Wildnis ist völlig übergelaufen. Beseitige diese fürchterlichen Plagen auf der Stelle. Jage und töte mindestens 5, um deine Belohnung einzustreichen. Larven, also Maden ausgraben. Das würde einfach gehen. Das auf jeden Fall. Also wir können sie auf jeden Fall mal akzeptieren. Mhm. Cool. Den Wasserfloh. 10 von denen töten. Noch nie gesehen, aber vielleicht kriegen wir das auch einfach hin. Und das hier, Chip-Rettungstruppe Grabraub. Ist das nicht Leichenschändung? Grabraub? Wir finden den für dich. Keine Sorge, ist notiert. Hier ist eine Beschreibung. Im Hügel gen Westen beginnen die Questen. Durch verwurzelten Raum findest du Grabestraum. Jenseits roten Gang rot-toter Seelenklang. Schließlich hinab ins Loch, so findest du es doch. Also der erste und der letzte Reim war Bombe, das da hinten, das da dazwischen war kompletter Filler. Also das war gar nicht gut. Und der Wissenschaftsladen? Vielleicht kriegt man da Reime. Die Schmiede! Wir hatten jetzt schon so viele von diesen Steinen gefunden, von diesen Quarzsteinen. Ey, ich bin super gespannt, was die Schmiede ist. Oh, das wird richtig geil. Können wir die uns jetzt einfach kaufen, das Rezept? Ich habe keine Ahnung, Mann. Doch, für 100 Punkte. Oh, wir müssen haushalten. Da gibt's auch unglaublich teure. Also die Schmiede ist auf jeden Fall schon mal gekauft. Die gerade ist gekauft, safe. So, das hier kostet jetzt schon 1000. Was ist das? Kombiniere Zutaten und verschiedene Speisen zu kochen. Kochen für Anfänger. Milbbrotleib, Fliegenklatschos. Ist bestimmt geil, weil es den Magen so komplett auffüllt. Oh, guck mal, auch hier auf Sturzresistenz. Ist schon cool. Oh, das ist schon super geil alles. Ist schon cool, aber ich schiel noch auf was anderes. Wir gucken mal weiter. Ich habe ihn einfach noch gar nicht angeschaut. Halber Grasboden. Ein halber sünder Grasboden kann man auch als Decke nutzen. Mehrgeschossige Basen. Oh, mehrgeschossige Basen klingt gut. Vor allem halber Grasboden klingt auch so, als könnte man aus unserer sehr krakeligen kleinen Base eine wundervolle, gerade Fläche machen, auf der man bauen kann. Und genau dafür ist, glaube ich, auch das nächste da. Was meinst du? Kieselfundament. Ein robustes Fundament verstärkt mit der Beschaffenheit von Kieselsteinen. Dafür braucht man aber hier diese komische Ton-Roterde, die haben wir noch gar nicht gefunden. Und man bekommt noch eine Rampe, die wie eine Art Leiter, also so Treppe zu sein scheint, was auch extrem geil wäre. Du hast recht, so eine Kieselrampe. So eine Resterampe, Alter. Ah, wir haben nicht genug Punkte für beides und die sind schon geil. Und wir haben noch 3, die kommen. Befestigte Basen. Eine Wand aus Grasplatten, verstärkt mit Verstrebungen aus Unkraut. Oh, das ist geil. Palisadentor. Stabile Wand mit Fenstern. Oh, das ist gut. Fackelverbesserung. Fackel Plus. Eine Fackel, die durch ihre unfassbare Macht der Wissenschaft verbessert wurde. Die Erleuchtung naht und hält lange an. Das ist auch ziemlich geil. Wir haben uns ja sowieso schon beschwert, dass die zu kurz sind. Richtig. Wir haben jetzt auch so diese anderen Arten von Fackeln bekommen. Deswegen, ich würde wahrscheinlich auf Fackel Plus verzichten. Mhm. Weil hier sind echt geile Sachen dabei. Mhm. Oh, es geht sogar weiter. Es geht doch weiter. Schilder Settini, Guys. Nee, der Reihenfolge. Kiesel in der Brandung. Burgley entschlüsselt geheime Fleischkenntnisse vom Chip und werkelt an dir mit Klemme und Pfannwender herum. Was? Das Geklopfe wirkt auf molekularer Ebene und schaltet eine neue Mutation frei, welche die maximale Gesundheit erhöht. Och, das klingt so gut. Wenn der uns bearbeitet. Ja. Er bearbeitet uns, wendet uns vielleicht ein paar Mal und dann haben wir das. Okay, interessant. Hey. Wir hätten dafür gar nicht genug Punkte tatsächlich. Aber das von tiefstem Herzen ist besser als Mams Rosenkohl. Du ziehst das wirklich durch, ne? Du ziehst das wirklich durch. Schilderset, Teenie-Geist. Eine Sammlung neue Ideen zu Ideen von Schildrahmen. Oh, also wirklich, also nicht so Schilde, sondern so Schilde an der Wand. Das ist natürlich gar nicht geil. 4000! Boah, nee, geht gar nicht.
SCAP-Scanner, Wissenschaft. Ein Upgrade für das Scanner-Modul des SCAP, mit dem du Rohwissenschaften in der Nähe entdecken kannst. Oh, das ist cool. Weil das wird uns wahrscheinlich auch helfen, einfach generell. Also, ich meine, mehr Geld ist immer gut. Mehr Geld ist immer klasse. Und das war auch das letzte Update. Ah, wir haben nur 2790. Ganz oben rechts steht's. Genau, richtig. Sollen wir uns einfach... Also, entweder... Sollen wir jetzt vielleicht einfach kochen für Anfänger mehrgeschossige Basen holen? Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Weil hierfür brauchen wir ja Tonerde, die wir noch gar nicht gefunden haben. Ja. Das da ist ein bisschen wack und das da kostet zu viel. Ich will die aber trotzdem haben. Ich will vor allem das Fundament haben, weil aktuell mit unserem wackeligen Boden. Aber ja, mehrgeschossige Basen löst das Problem auch. Ich glaube, dass ich auch das... Aber oh, das ist eine Kieselrampe. Ja! Aber wie gesagt, wir haben noch keine Tonerde, also... Ja. Oder? Wir kommen wieder, Berkeley. Wir kommen wieder. Sollen wir die ersten beiden nehmen? Ja, wir kochen Anfänger und haben mehrgeschossige Basen. Gut, geil, wir kochen Anfänger. Danke für nix. Finde ich gut. Danke für nix. Oh, mein Gott, ciao. Was? Schön, dass man überhaupt nicht merkt. Kennt ihr das, Leute? Ihr seid so am Internet shoppen. So die einen Schuhe, die gefallen euch wirklich gut. Ihr packt sie in den Warenkorb, vergleicht sie mit 1000 anderen. Auf einmal werdet ihr euch der Situation bewusst und kippt um, weil ihr hungrig seid. Mit einem Backflip? Unangenehm. Kennt jeder. Ich komm. Berkeley ist ziemlich nah an deinem Rucksack und er fingert gerade da dran rum. Ich glaube, der untersucht den. Lass meinen Rucksack in Ruhe, Berkeley. Pass auf, er nimmt seinen Pfannenwender. Er hat gerade ein Tonband ausgeschissen. Ah, das... Er ist gerade gegen was gerannt und sein Tonband ist ihm aus dem Kopf gefallen. Ah, oh, wie süß ist das. Und danach hat er es wieder aufgenommen und wieder reingesteckt. Oh, wie süß ist das denn? Berkeley ist so ein Sweeter. Total. Mime! Heilige Mutter Maria, da ist doch was. Guck mal, was wir da alles bekommen haben. Mehrgeschossige Basen. Yo, was ist das denn, Alter? Was? Das ist ja super, 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 super viel. Oh nein, ich kenne diesen Ort hier. Oh nein, geh weg. Ich kenne diesen Ort. Moment, das ist völlig falsche. Das ist das falsche. Oh mein Gott. Das ist das falsche. Ich war wieder ins Säurengebiet gegangen. Witzigerweise gibt es hier Bombardierkäfer und die brauchen wir auch. Ja. Für die Stufe 2 Axt brauchen wir die, um genau zu sein. Und das hilft uns, um noch bessere Ausrüstung zu bekommen. Also wir wollen diese Bombardierkäfer, aber nicht in dieser Folge. Nicht jetzt. Nein. Das ist richtig. Aber ich habe noch ein Geheimnis in der Basis entdeckt. Mhm. Die Basis ist noch nicht vorbei. Ach, ich sehe es gerade bei dir. Der Untergrund hat gerade erst angefangen. Dann warte auf mich, Bruder. Ich bin sofort da. Wenn es so ist, wie ich denke.